mich heute wieder drauf, euch zum Schwitzen zu bringen. So, für die, die das erste Mal dabei sind, vor Ort oder auch das erste Mal eingeschaltet haben, es gibt wieder eine kurze Einführung. Athletified ist ein kampfsportorientiertes Fitnessprogramm, welches verschiedene Elemente aus Kampfsportarten enthält, also sowas wie Taekwondo, Muay Thai, Kickboxing, Capoeira, alles gemixt. Die Elemente, die wir im Laufe der Stunde benutzen, verwenden werden und üben werden, die wiederholen sich nur in einer anderen Reihenfolge. Am Anfang kann es ein bisschen schwierig sein, vielleicht ein bisschen mitzukommen, aber das ist normal, ja? So, und es ist ein sehr vielfältiges Programm, denn dieses Programm zielt nicht nur auf deine Körperkoordination ab, sondern du verbesserst auch ganz, ganz stark dein Cardio und deine Kondition. Wir haben hier Cardiotraining und Intervalltraining kombiniert. Wir haben ja auch ein bisschen Krafttraining, Beinkrafttraining, Arme mit den Push-Ups. Also wir haben ja ein komplettes Ganzkörper-Workout-Training, bei dem du auch sehr viel Kalorien verbrennen wirst. Für die, die eingeschaltet haben und heute das erste Mal da gebe ich euch noch ein paar Hinweise, damit ihr euch ja nicht verletzt während des Workouts. Also ihr müsst darauf achten, dass ihr etwas Platz habt um euch herum. Ja? Weil wir werden uns nicht nur auf der gleichen Stelle bewegen, wir werden auch ein paar Mal Schritte nach vorne gehen. Ich gebe euch den Rat, achtet darauf, dass ihr 3 Walking Jabs nach vorne Platz habt, zu den Seiten hin 3-mal, jeweils zu den jeweiligen Seiten, einmal links, einmal rechts und auch zurück, denn wir gehen auch in die Shuffles. Ja? Das ist jetzt der optimale Platz, den ihr benötigt. Wenn ihr das nicht habt, ist jetzt auch nicht so schlimm, denn ihr könnt auch einfach abweichen auf die Option. Wenn ihr beispielsweise nicht sage, wir gehen in die Walking Jabs und ihr habt aber keinen Platz für die Walking Jabs, sonst rennt ihr gegen den Fernseher oder eure Kommode und die könnt ihr ja nicht wegräumen, dann bleibt einfach in den Snap Jabs, okay? Und wenn ich sage Shuffle, müsst ihr auch gar nicht in den Shuffle gehen, bleibt einfach auf der Stelle stehen und bleibt in den Pulsen, okay? So, dann gibt es auch nochmal den Hinweis, wenn ihr hochguckt, achtet drauf, dass ihr jetzt keine sehr tiefe Lampe habt, ja? Weil wir werden auch springen. Achtet drauf, Lampe und Decke, wenn ihr springt, dass ihr nicht mit dem Kopf da dran knallt, ja? Ich will ja nicht jemanden verletzen. Okay, und wie ich schon gesagt habe, es ist ein relativ intensives Training, bei dem wir alle schwitzen werden. Das heißt aber nicht, dass ihr die Intensität auch halten müsst, ja? Wenn ihr euch heute nicht so gut fühlt, wählt euch aus, macht ein bisschen lockerer mit, weicht auf die Optionen aus, wie ich gesagt habe, beispielsweise springen wir auch, wer nicht springen will, weil er jetzt heute nicht die Energie hat, Knieprobleme hat oder Nachbarn unter sich hat, weicht, bleibt einfach auf dem Boden, ja? Keiner muss springen, wer nicht will. Und ansonsten, für die nochmal neu dabei sind, wie ich auch zu Anfang schon gerade erwähnt habe, es kann am Anfang ein bisschen schwierig sein, wenn man da mitkommen möchte, das ist aber auch völlig normal. Denn je öfter ihr das macht, desto besser wird ihr mitkommen, ja? Und ihr werdet, und das ist eine ganz gefährliche Sache bei diesem Training, irgendwann mal, dabei können mich auch die immer dabei sind, unterstützen, irgendwann mal werdet ihr so gut reinkommen und dann werdet ihr süchtig von diesem Programm. Denn ihr könnt die ganze Energie, eure ganze Emotionen in diesem Workout einfach rauslassen. Okay? Alles klar? Gut. Also, wählt euch eure Intensität aus. Ich zeige die Optionen an. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Und let's go. Let's wir mal mit dem Workout. Gehen wir mal zum Warm-up rüber. So. Wir starten im Warm-up. Okay, auf geht's. Oberkörper-Warm-up. Front Stance. Pulsiere. Nenne deine Hand in den Boxing Guard. Komme in den rechten Combat Stance. Erste Runde. 2 Uppercut. Pulse. Vor zurück. Nochmal. 1, 2. Und hold. Sehr schön. 1, 2. Okay, nächste Runde. Schaut her. Etwas tiefer in den Uppercut. Hebe die Ferse von hinten nach vorne. Knie sinkt zu Boden, okay? 1, 2. Nächste Runde. Das ist die Kombi. Jab, Cross, Jab. 2 Uppercuts. Jab, Cross, Jabs. Sehr gut. 2-mal.
So, bleibt locker. Wir sind nur im Warm-up. Ja? Ihr müsst hier noch keine Energie rauslassen. Erst lernen wir die Technik und bringen den Körper langsam in die Bewegung rein. Sehr schön. Wenn du den Uppercut bist, treffe zum Kinn des Gegners. Das ist nämlich deine Zielzone. Sehr gut. Nächste Runde. Switch. Linkes Bein. Und Jab, Cross. Okay. Jab, Cross, Jab. Zwei Uppercuts. Bei den Jab und Cross ist die Zielzone bar. Hierhin, okay? Ins Gesicht. Genau ins Gesicht zielen. Sehr gut. Letzter. Nächste Runde. Zwei Walking Jabs. Rechts. Jab, Cross, Twist. Bam. Achte drauf. Habt ihr Platz? Habt ihr Platz? Okay. Nächste Runde. Fügt den Uppercut anstelle vom Twist. Eins, zwei. Okay. One, two. Schiebt die Schulter vor. One more. Nächste Runde. Jumping Jab. Go. Jumping Jab. Jab, Cross, Uppercuts. Okay. So. Als Option bleibt tief, ja? In den Walking Jabs. Bam. Knie parallel mit der Faust, ja? Und anziehen. Sehr gut. One more. Front Stance. Vier Jabs. Zwei Hooks. Rechts, links. Okay? Viermal Jabs. Hook rechts, Hook links. Sehr schön. So, im Front Stance. Beine weit. Oberkörper ist angespannt, ja? One, two, three, four. In den Hooks. Ellbogen 90 Grad. Ins Gesicht, zur Schläfe. Weiter. Sehr gut. So. Okay, nächste Runde. Komm in den Combat Stand, shuffle zu mir. Elbow, okay? Elbow und vor. Sehr schön. So, andere Seite. Vor. One more und hold. So, nächste Runde. Weg vom Oberkörper in die Beine. Ja, wir fangen an zu stretchen. Zweimal rechts, zweimal links. Sehr schön. Schaut her, die Knie gehen maximal bis zu den Zehenspitzen. Lasse den Oberkörper gerade. Verlagere dein Körpergewicht. Von Bein zu Bein. Sehr gut. Nächste Runde. Roundhouse Setup. Okay. Rechtes Bein kommt vor. Und hold. Give me more. Okay. Nächste Runde. Roundhouse. Kick. Go. Kick. Und hold. Bei dem Roundhouse Kick versetze die Ferse, öffne den Arm, kicke und lande. Okay, letzter. Schaut her. Front Stance, Side Kick. Okay, nächste Runde. Wir üben die Side Kicks. Auch hier nochmal. Erst die Ferse, dann öffnest du den Arm, kickst und landest weit. Zweimal hintereinander. Eins, zwei. Okay. Nochmal, zweimal, kick und kick, hold, auf geht's, eight times, eight, seven, six, five, lehne dich, halte die Flankfläche hier zur Taille hin, ja, one more, shuffle, rechts, side kick, shuffle zurück, scissor, viermal, okay, nochmal, side kick, Shuffle, vier Scissors, in die Squats, Squats. Schaut her, wenn du in den Squats gehst, Knie nach außen, ja? Tief, hoch und nochmal runter. Kurze Entlastung. Sehr schön, jetzt nochmal nach oben. Lunges. Okay, aufgepasst. Rechtes vorne, links zurück. Tief, hoch. Knie, 90 Grad in Richtung Boden. Sehr gut. Roundhouse Setup. Linkes Bein. Linkes Bein. Ah, der Mann zu viel. Ja, ich sing ganz gern mit.
Nächste Runde. Roundhouse. Kick. Go. Wenn du in den Roundhouse Kick gehst, Ferse kommt immer wieder zurück zum Po. Okay? One more. Kick. Front Stance. Side Kick. Kick. Wir sehen wieder den Kicks. Dreh dich. Zieh die Hüfte etwas mehr zur Seite. So versetze die Ferse, ja? Dann ziehst du das Knie, kickst und landest. Zweimal. Step out und step in. Okay? Und nochmal. Zweimal. Kick. Step. Und weiter. Hold. Eight times. Eight. Seven. Six. Sehr schön. Anziehen. Kick, anziehen und zurück. Okay, one more. Shuffle, shuffle. Side kick. Shuffle, zurück. Scissor. Viermal. Sehr gut. Ja, geht doch. Scissor. Squats. Sehr gut. So, Hüfte tief, Oberkörper gerade. Tief. Runter. Sehr schön. 4, 3, 2, 1. Lunges, jetzt links. Pulsiere. Und tief und hoch. Und wieder runter. Okay, nächste Runde. One squat, one knee. One squat, ein knee. Okay, bam. 1, 2. One knee, one kick. One squat, one kick. One kick, ja. Yeah. Schwingen die Hüfte. Schwingen die Arme mit. Hüfte zieht nach vorne. Sehr gut. Okay, one more. Double right knee. Double left. So, jetzt kommen die Knees. Beide Knees. Ellbogen an der Hüfte vorbei. Halte die Handfläche zusammen. Okay. One knee, one kick. Knee, kick. Hold. Links. The way that I'm meant to feel. Sehr gut. One more. Turn the stance. Back knee. Front. Okay, front knee. Und den back kick. So rum. Also, lehn dich zurück und nach vorne. Ja? So, wechsel deinen Core. One, two. Nochmal. So, switch. Kick, hold, knee, kick. Sehr schön. So, one more. Hold. Okay, wir kombinieren. Nächste Runde. Workout. Ober-Oberkörper-Koordination, ja? So, Combat Stance. Wir starten in den Beinen. Ein Knie. Und Double Back Knees. Okay, Front Knee, Double Back Knee. Und Pulse. Pulsiere. One, two. Und Pulse. Hold, ja? Einfach kurz stoppen. One more. Nächste Runde, schaut her. Front Kick dazu. Knee, Back Kick, Front Kick. Wenn du in den Front Kick gehst, schwinge. Und setze dein Bein wieder zurück, ja? Nicht hier vorne absetzen. Lehn dich dabei nach vorne. One, two, kick und wieder zurück. Sehr gut. Geht doch. Sehr schön. One more. Nächste Runde. Nur noch Back Knees. Nur Back Knees. Oberkörper ist nach vorne gebeugt. Ja, und gerade den Rücken. Hands up und Knie anziehen. Okay. One knee, one kick und pulsiere. Hold. Okay, nochmal. Wir hatten das eben, ja? Und jetzt, wenn du willst, ohne Pulse. Oder bleib in den Pulsen, ja? Wie du willst. Upper, upper, hook. Hold. Jetzt kommt der Oberkörper. Zwei Uppercuts. Ein Hook. Nächste Runde. Nonstop. Eight. Seven. Ihr könnt ein bisschen Power zulegen, ja? Wir sind im Workout. Vier. One more. Ganze Kombination. Okay? Go. Ober-Unterkörper-Kombination. Das, was wir eben gelernt haben,
kombinieren wir Oberkörper mit Beine, ja? Nächste Runde. Push Kick, wenn du willst. Nur wenn du willst. Bleib als Option in den Front Kicks. We are moving on. Sehr schön. So, bei den Push Kicks. Knie zieht an, ja? Bam! Anziehen. Fußball trifft zum Gegner. One more. Und hold. Hold. So, andere Seite. Gleiches nochmal. Was wir eben mit rechts gemacht haben, machen wir jetzt links. Knie und double der Knie, okay? Go. Und hold. Hold. Langsam. Ganz easy reinkommen. Noch. Front, back, knee. Okay? Kick dazu. Moving on. So, die Challenge ist, du lehnst dich nach vorne, dann, du legst es zurück, dann nach vorne bei den Kicks, ja? Seht ihr das? Einmal nach hinten und vor. Bam. Und zurück. Positionier deine Fuß zurück, ja? Letzter. Back knees. Only. Not back knees. Okay. Lehn dich vor. Handfläche zusammen. Okay, sehr gut. One knee, one kick. Knee, kick, hold. Okay? Nächste Runde ohne Pulse. Nur knee und kick. Oberkörper. Upper, upper, hold. Go. Pulse. One, two, three. So, bei den Hooks, lehn dich zur Seite rein, ja? Arbeite mit dem ganzen Körper. Eight times. Eight. Seven, hintereinander, non-stop. Five, four, three, two, combination. Go. Go, sehr gut. Nächste Runde, Push Kick. We are moving on in den Push Kick. Option. Bleiben. Step Kick. In den Front Kick, kein Step Kick. Ganze Aggression und Hüfte. Hier, das ist wichtig, dass ihr die Hüfte nach vorne schiebt und die Energie hier rausholt in den Push Kick. Okay? One more. Double knees. Double. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. So. Nächste Runde. One knee, one kick. Knee, kick, hold. Jetzt links, okay? Kurze Pause. Okay, one more. Und jetzt. Non-stop. Knee und kick. Links. Rechts. Fühl den Rhythmus. One more. Sehr schön. So. So, nächste Runde. Gehen wir in den Boxing. Also vor allen Dingen der Oberkörper wird jetzt beansprucht. In den Combat Stance. Zwei Hooks. Tief und hoch. Go. Zwei Hooks haben wir, ja? Auf zwei Ebenen. Einmal ist der Body Hook und der Head Hook. Nächste Runde. Double Jabs. Go. Zwei Jabs. Sehr gut, dann kombiniere. Nur die rechte Seite bearbeitet jetzt. Okay, habt ihr es? Combination. Schaut her, Walking Jabs. Shuffle back. Pulse, hold. Langsam, okay? Wir starten langsam. Shuffle. Nächste Runde. Superman Punch. Go! Als Option, pulsiere, wenn du hinten keinen Platz hast, okay? Eins, zwei. Schaut her. Option zum Superman Punch ist der Power Cross, okay? Und hold. Hold. Andere Seite. Andere Seite. So. Jetzt kommen wir zum linken Part.
klein, tief und hoch, ja? So, der Body Hook, bam, trifft hier, der Head Hook ins Gesicht, Nick, add on, double jabs, go! It's a perfect thing. Sehr gut. Okay, auf geht's. Combination. Walking jabs. Walking jabs. Shuffle back. Hold. Nächste Runde. Wie wär's? Superman, go! Shuffle. Option. Okay, das ist die Option. Ist der Power Cross. Beim Superman Punch. Knie. Ellbogen. Bam. Parallel und strecke dich. Bam, become a sexy chick. Okay, Front Stance. Nur Jazz, Front Stance. Cause I'm a sexy chick. So, neue Uppercut-Kombination. Schaut her, zwei Uppercuts. Zwei links, drei rechts. Drei, zwei, eins. Power hoch, gut. Ja, jetzt ist links dran als erstes. Lee. Drei. Hook. Weiter geht's. The perfect thing. Bei dem Power Hook. Nehmen wir die Kraft aus den Beinen, ja? Drei. Zwei. Eins. Kombi. Kombi. Zurück zur Kombi. Shuffle back. Superman, okay? Go. Power Cross als Option. Wenn du willst, Jumping Jabs, wenn du mit mehr Power arbeiten willst. Okay? Bam. Shuffle. Front Stance. Zwei Uppercuts. Zwei links, drei rechts. Power hoch. Links. Rechts. Three, two, one. Weiter. Weiter geht's. So. Drei. Nehm ihr. Jetzt links. Arme, 2, 1, sehr schön, weiter geht's. Okay, Combination, links, tief, hoch, double, shuffle, Superman. So, als Option, Pumping Jabs. Go! One more! Alle zusammen, ein letztes Mal, go! Jumping! So, nächste Runde. Kurzer Stopp. Wir werden kicken, deswegen werdet ihr, die zu Hause sind, das aufpassen müssen, weil wir uns jetzt hier etwas mehr bewegen werden. Ja? Wir werden zu den Seiten hin kicken und deswegen achtet ein bisschen drauf, dass ihr links und rechts diesmal etwas Platz für euch habt. Ja? Nach vorne werden wir jetzt nicht mehr gehen. Okay, aufgepasst. Nächste Runde. Starten wir in den Adversity Sidekick. Kick und Kick. One, two, Kick, zwei. Ja? Kicke, lande weit, Knie ist angezogen und zum Boden hin. One more. Schaut her, Sidekick rechts. Okay, jetzt links. Kick. Jetzt wieder rechts. Kick. Wenn du etwas fester kicken willst, mach den Step dazu. Kick. Okay, überkreuze die Beine. So generierst du mehr Power im Kick. One more. Front Stance. Nur Jabs. Nur Jabs. Sehr gut. So, wir sind jetzt im Boxing-Modus. Da bleiben wir jetzt erstmal eine Weile. Achte darauf, dass ihr im Front Stance einen etwas weiten, festen Stand habt. Der Core ist angespannt. Die Hände, wenn du in den Boxing gehst, immer wieder zurückziehen. One. Schaut her, jetzt kombinieren wir Boxing mit Muay Thai. Jab, jab, Elbow rechts, jab, jab, Elbow links. Okay? Immer erstmal rechts. Immer abwechseln. One, two.
Handfläche offen lassen. Lasse sie offen. Nächste Runde mit dem Elbow. Schaut her, Elbow in, Elbow out, okay? One more. Wenn du das kombinierst mit dem Sidekick, rechts, rechts, Sidekick, links. Weiter. Kick. So, wohin zieht der Ellbogen? Hä? Hier hin. Zurück zum Gegner, ja? Lasse die Power. Bam! Und dann kickst du ihn weg. So, wenn du fester kicken willst, step dazu. Go! Kick! Ah! Sehr gut. Weiter, weiter. 64 Kicks in diesem Trick. Also, durchhalten. One more. Hold. So, das war's erstmal mit der Kickboxing Muay Thai Kombination. Jetzt kommen wir zu Karate. Geh etwas tief, Oberkörper gerade. Halte deine Hand an der Taille. Ein Punch, ein Block. Das ist Block, damit greifst du an. Ja? Die Schulter, bam, rotiert. Okay? One, two, adding on den Step Kick. Go! Kick. Bei dem Step Kick. Steppe links, kicke rechts. Hinteres Bein, ein Step vor. Okay? One, two, schwinge mit dem Arm. Eins, zwei, sehr gut. Rotation. Auf geht's. Nächste Runde. Adding on. Jump kick. Go. Jump. Option. Für die, die zu Hause sind und nicht springen wollen. Bleib im Step kick, okay? Alle, die Energie rauslassen möchten. Jumping. Go. Push. Schwinge. Bam. Mit dem hinteren Bein, ja? One more. Nur noch Jump Kicks. 8, 7, 6. Option. Step Kick. Sehr gut. Kick. One more. Linke Seite. Bam. Das gleiche nochmal, ja? Karate. Kick. Pulse. Hier, das bleibt offen. Der zieht. Okay. Geh etwas tief mit den Hüften. Knie nach außen. Adding on. Step kick. Go. Rotiere. Rotiere. Vor, zurück. Reset. Reset. Sehr schön. One more. Auf geht's. Jump kicks. Go. Schwung. Sehr schön. Eins, zwei. Okay, Option, weiche aus, weiche aus. One more. 8 Jump Kicks. Only 8, 7, Oberkörper zurück. 6, Hüfte tief. 5, 4, 3, Option. One more. Front stance. Nur Jets. Nur Jets. So, gehen wir zurück. Zur Muay Thai Kickboxing Kombination. Bleib im Boxen. One, two. So. Okay, nächste Runde. Jab, Jab, Elbow. Rechts, links. Einziehen. So. Ganze Kombi. Okay?
Kick, mit dem Kick. Die letzte Nacht. 7, 6, 5 mehr. 60 Kicks bisher. 61. 62. 63. Letzter, 64. So. Also, so, wir machen jetzt ein Cardio-Training kombiniert mit MMA, einfachen MMA-Bewegungen, ja. So, ihr habt hier auch wieder Optionen, wenn ihr merkt, beispielsweise, es ist zu viel mit den Jumping Jabs oder mit den High Knees, bleibt einfach in den Snap Jabs und macht langsame Knees, ja. Ihr müsst ja auch nicht die High Knees zurückmachen. Ihr könnt einfach an Ort und Stelle bleiben, um die High Knees zu machen. Ja? Das High Intensity, die High Intensity Option ist die Jabs und dann zurück. Wenn ihr etwas lockerer machen wollt, bleibt stehen und bleibt auf der Position. Dann gibt es auch noch die Runs, auch hier. Wenn ihr nicht so ganz hoch machen wollt und schnell, bleibt locker. Okay, auf geht's. Cardio-Training. Wir starten. Run, right, left. Run, run. So, 4 Geschwindigkeitsstufen, okay? Das ist Level 1. Das ist Level 2. Auf geht's. Level 3. Und noch einmal. Level 4. Speed it up. Do walking jabs. Go. High knees. Run back. Nochmal. Zwei Jabs, 4 Knees. 1, 2, 4, 3, 2, 1. 1, 2, okay? Als Option, Snap Jabs und High Knees. Okay? Wie ihr wollt. One more. Switch. Andere Seite. Jetzt links. High Knees. Sehr schön, 4 mehr. So, jetzt noch 4 mehr. 4. One more. Und hold. So. Wir gehen runter. Bodentraining. Wir starten in den Jacks. Handlöcher unter die Schulter. Nur die hintere Beine, ja? Bauch ist angespannt. Jacks. Level 2. Level 3. Level 4. Schnell. Combination. 2 Jacks. 1 Push-Up. Okay. 2 Jacks und 1 Push-Up. So, als Option könnt ihr gerne einfach nur die Beine nach außen. Die Knie bleiben am Boden bei den Push-Ups, okay? One more. Weg von den Push-Ups. Trizeps-Push-Ups. Nur Trizeps. So, Handfläche zusammen. Brust ist tief. 16 Mal das Ganze. Sehr schön. Hier, Ellbogen ganz eng. Ganz eng. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, hold. So, das war erst die erste Runde. Die erste Runde ist geschafft. Round 2, starten wieder. Links, rechts, run, run. Links, rechts. Okay. High knees, high knees. Speed, speed it up. Level 2. Level 3. Level 4. Just schnell wie du kannst. Go! Jumping jabs. Links. High knees. Go. So. Schaut her. In den High Knees sind die Knie hier, ja? Nicht hier unten. Das sind die Knees. Go. Hoch. Hoch.
Sehr schön. Okay, weiter geht's. Jumping Jack. Weiter geht's. Drei mehr. Und hold. Andere Seite. Run. Eins, zwei. Weiter geht's. One more. Und warte. Wir gehen wieder runter. Keine Push-Ups, okay? Mountain Climber. Mountain Climber. Auch hier. Schulter unter den Hände unter die Schulter. Knie zur Brust. Das ist Level 1, 2, 3, auf geht's, Speed, 4, go! 4 Knees, 4 und hold, immer 4, 4, 3, 2, 1, okay? 4, 3, 2, stop, nochmal, das ist Intervall 3, Training, nochmal, 4, 3, 2, 1, stop, 4, okay, immer. One, two, three, stop. Einmal mehr. Und hold. Sechs, 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 fünf, vier, drei, zwei, eins. Sechs. Nochmal. One more. Drei, zwei, eins. Non-stop. Non-stop. Das ist non-stop. Durchgehen. Knie anziehen. Knie. Hier hin. Das ist die Zielzone. Die Brust. Und hold. Halten. Alle bleiben oben. Oberkörper ist angespannt. Schulter ist angespannt. Bauch ist angespannt. Vier, drei, zwei, eins, stop. Sehr schön. So, jetzt kommen wir schon zu Capoeira. Nächste Runde. So. Wir werden jetzt etwas langsamer. Das heißt aber nicht, dass es nicht anspruchsvoll wird. Diesmal konzentrieren wir uns auf zwei bestimmte Elemente. Zum einen ist es Körperkoordination, bei dem es sehr stark beim Capoeira ankommt. Ja? Und zum anderen ist es auch Beinkrafttraining. Also, wir werden jetzt hier wissen, die Beinmuskulaturen fordern. So, wer das noch nicht kennt, jetzt mache ich mal vor, was wir jetzt für Elemente haben. Wir haben die Jingas. Ja, ganz wichtig, bei Capoeira ist, ihr bläst den Oberkörper relativ weit unten, ja. Also wir machen die nicht hier oben, die Jingas. Das meiste spiegelt sich bei Capoeira hier unten an. Bam. Okay? Das ist die Bewegung. Diese Hand ist Schutz. Okay? Ihr schützt euer Gesicht. Nicht, dass der Gegner euch angreift. So, das ist die Jingas. Dann gibt es noch den etwas komplizierteren Teil, das sind die Skivas. In unserer Kombi jetzt gleich machen wir das folgendermaßen. Wir gehen in die halben Jingas, dann setzen wir den Fuß zurück, wieder zurück. In dem Moment, wenn du den zurückziehst, ziehst du deinen Oberkörper vor, lehnst dich etwas nach vorne und schwingst mit dem Oberkörper zurück. Dabei wird der vordere Zeh automatisch mitgezogen. Ja? Ja, sehr gut, ihr macht alle mit, macht zu Hause auch mit. Das funktioniert, wenn ihr etwas vorher geübt habt. Ja, und jetzt kommt die Option, entweder bleibt ihr hier oben, wenn es vielleicht für den einen oder anderen noch nicht so ganz einfach ist, oder für die Neulinge, die das zum ersten Mal machen, oder ihr bleibt hier und ihr könnt auch ganz tief gehen. Ne? Merkt ihr, sucht euch die Option aus. Ich werde auch manchmal hier sein, auch manchmal etwas tiefer sein. Guckt einfach, wie ihr mitkommt. Wenn es euch zu schnell geht, bleibt hier oben. So, achtet drauf, wenn du tief gehst, dass der Oberkörper und die Brust stolz sind, ja? Also nicht einziehen und runter, sondern so, gerade Oberkörper. Ja, sehr schön, sehr gut, Leute. Macht das gut, klappt doch. Ich hoffe aber, euch klappt es auch zu Hause. So, das waren eigentlich die zwei schwierigsten Elemente. Genau, nee, dann geht der Eskiver, geht ja auch weiter. Dann geht er nämlich nicht nach vorne und dann geht er wieder zurück. Und dann geht es gleich wieder weiter mit dieser Kombination Eskiva. Okay? Wenn ihr das könnt, dürft euch das andere nicht an. Mir ist so schwer fallen. Okay. Ich mag den Track ganz gern. Ist ein bisschen was anderes.
fordern unsere Körperkoordination und unser Rhythmusgefühl. Denn bei Capoeira, Part Game, Part Fight, Part Dance. Wir starten in den Lunges. Rechtes Fuß, Hände nach außen, Knie, wir pulsieren unten, ja. Erste Runde, ein Kick, drei Lunges. One Kick und drei Lunges, okay? Sehr gut, nochmal. Kick und Lunge. Kick und zurück. Sehr gut, nochmal. Nächste Runde, zwei Kicks, ja? Zwei Kicks und zwei Lunges. Kick, tief, runter und dann wieder tief, ja? One, two. Okay, aufgepasst, Shinga. So, das ist der Dance-Part im Capoeira. Bei den Shingas zwei parallel und ein Fuß immer zurück, ja? Sehr gut. Auf geht's, schaut her. Halber Shinga, drei Lunges. Okay, erstmal langsam reinkommen. Halber Shinga und drei Lunges. Bam, drei. Nächste Runde. Esquiva, okay? Go. Vor und zurück. Okay, das war der letzte. Jinga. So, im Jinga bleibt er den Oberkörper gerade tief, ja? Schwinge die Arme mit. Fühle den Rhythmus. Okay, aufgepasst. Wir bleiben stehen. Halber Jinga. Esquiva. Vor. Okay. So, die nächste Challenge ist mit dem Kick. Füge den Kick hinzu. Okay? Erstmal gehst du tief und dann kickst du. Das ist Game und das ist Fight. So weichst du aus und so greifst du an. Jingas! So. So, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ganz kurz mal eure Beine schütteln, ja? Damit ihr wieder Energie ladet. Letzte Kombi. Gleiche Kombi nochmal. Viermal, okay? Go. Drei mehr. Erstmal zurück und dann kickst du. One more. One lunge, one kick. Lunge. Kick, Lunge. So, das ist keine Power, die wir hier brauchen, ja? Das ist Körperkoordination und Körperbeherrschung. Das heißt, Oberkörper anspannen. Kontrolliere deine Bewegung. One more. Lunge und Hold. Zweite Runde. Anderes Bein. So, wir gehen in die Lunges. Tief. Bleiben tief. Okay, one kick, one lunge. Kick, lunge. Dreimal, nochmal kick. Drei, zwei, eins. Kick. Wenn du in den Kick gehst, auch hier, Oberkörper, lehne dich zurück. Zwei Kicks. Kick, kick. Zwei Lunges. Zwei. One more. Okay. Chingas. Rechts. So. Jetzt wieder die kurze Recovery-Pause. So. Fühle den Rhythmus und bewege dich immer auf den Takt, ja? Ja, sehr gut. Dann. Okay, one more, Jinga. Lunges. Zurück zu den Lunges. Halber Jinga. Lunges. Okay, jetzt kommt das Upgrade. Esquiva.
Tief. Vor. Zentren. One more. Jingas. Okay. Auch hier nochmal. Wenn ihr möchtet, etwas auslockern, ja? Let's rock to the rhythm. We rock to the rhythm. Nächste Runde. Hold. Halber Jinga. Esquiva. Vor. Zurück. Nochmal. Nächste Runde. Front Kick. Angriff. Go. Hard, hard game. Und part 5. So weichst du aus und so greifst du an. One more. So. Dance part. Jingas. Komme tief. Lasse die Knie etwas. Ja, zu Boden. Hüfte ist weiter tief unten. Oberkörper gerade ziehen. Halte deine Hände zum Blocken. Letzte Runde. Go. Esquiva. Front kick, okay? Weiter. Sehr schön. One more. So. One lunge. One kick. Kick. Kick, sehr schön. Auch hier. Kontrollier dich. Auch wenn es weh tut. Bis zum Schluss. Push dich. Geh tief. Und hoch. Oh, zwei mehr. Last one. Und. Okay. Jetzt gibt es Muay Thai. Das heißt Cardio. So. Ich mache jetzt mal Folgendes vor. Damit ihr nicht glaubt, was ich da vorne auf einmal gemacht habe. Indem ihr das mal gesehen habt. Ich bahne euch jetzt schon mal vor. Also Muay Thai. Erstmal was zu Muay Thai. Cardio Workout. Das heißt für euch, dass ihr hier die Chance habt, eure komplette Energie, die komplette Power und eine ganze Kondition jetzt rauszulassen. Denn Muay Thai ist immer dein Limit. Ja, letzte Chance zu Cardio. So. Dann gibt es hier einen Sprung. Das sind die Flying Knees. Die sind relativ, ja, ich würde schon relativ anspruchsvoll sagen. Das heißt nicht, dass ihr das machen müsst. Ihr könnt es machen. Wäre ich auf die Option aus, ja? Ich würde sagen, im besten Fall müsste das Ganze so aussehen. Okay, ihr habt gesehen, ganz wichtig, wenn ich lande, lande ich soft. Ich lande nicht im geraden Bein, nämlich das kann die Knie beschädigen. Deswegen habt wie so ein Flummi hier. Ganz wichtig, ganz weiche Landung. Wer ihm das zu gefährlich ist, müsst das nicht machen, bleibt als Option in den Power Knees. Das ist anspruchsvoll genug, ja? Das ist nämlich auch hier ist volle Energie in die Hüfte rein und dann hoch in die Knie. Als Option, wenn ihr doch ein bisschen springen wollt, dann könnt ihr vielleicht anstelle, dass ihr den richtigen Flying Knees, der wie so ähnlich wie eine Schere aussieht, ja? Jetzt war das etwas unsauber, habe ich gemerkt. Aber auf jeden Fall, der hintere Bein zieht zurück, vordere zieht vor, im Sprung, mitten im Sprung. Wer das nicht machen will, macht den Power, kann nach dem Power Knee etwas anheben. Ja? Dann springt er nur von hier ab. Also Power Knee am Boden oder Power Knee hoch. Dann müsst ihr nicht so ganz weit das andere Bein nutzen. Und ihr kommt nicht so ganz weit hoch dann. Aber auch hier bei den Power Knee landet etwas soft und das heißt, hier möglichst auf den Zehenspitzen landen. Also nicht auf die Zehenspitzen, aber hier auf den Fußballen hier. Ja, den unteren, an den Fersen, unteren Fußballen und auf den Zehen. So, das waren jetzt die Flying Knees. Ansonsten lasst die Energie raus. Muay Thai, mein absoluter Lieblingspart, weil wir hier komplett die Energie jetzt rauslassen können. Okay, auf geht's. Combat Stance. Drei
two, three, step, cross, step, go. One, two, sehr gut. Eins, zwei, drei. Bei den Ellbogen anspitzen, ja. Nächste Runde, double knees. Triple elbow, double knees. Keine jab cross mehr. Sehr gut. Und, okay, one more. Nächste Runde, eight knees, noch eight. Eight, seven, six, five. Oh, ich liebe die Knees, links. Warum liebe ich die Knees? Sag euch, weil wir hier die ganze Power auslassen können. Power Knees, eight, seven, six, five, four, three, two, six. Hey, Power Knees. Hände hoch, ja? Ganz weit nach oben und anziehen. Streck dich und zieh dich zusammen. Links. Triple. Back Knees. Nochmal. Triple. One, two, three. Eins. Power. Go. Go. Okay. Rein. Power Knee. Hüfte vor. Aufgepasst. Ganze Kombi. Schaut her. Flying Knees. Rechts. Okay. Go. Option. Power Knee. Mit dem linken. One. Mit dem rechten ist es der Power Knee. Bam, okay? Nochmal. Last one. And knees. Left. Eight. Seven. Six. Auf geht's. Power, go. Weiter. Hey. Seven. Six. Und hold. Andere Seite. Alles klar? Alles gut? Durchatmen, ja? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Round 2, go. Sehr gut. Auch hier. Ellbogen. Rein, raus, rein. Zieh dich mit der ganzen Ferse. Double knees. Triple. Double. Rein, raus, von unten, hoch in die Ellbogen, ja? Okay, eight knees, links. Switch. Switch. So, wir kommen wieder langsam rein und erhöhen die Intensität. Power, go, put your hands in the air. Switch. Nicht aufgeben! Push dich! Push dich! Muay Thai! Dein Limit! Triple! Side knees! Optimiert die Technik! Ellbogen zur Brust! Ziehen! Spitze des den Ellbogen aus! Double! One! Seht ihr das? Klein, bam! Hüfte vor. Ganze Kombi. Ganze Kombi. Flying Knees. Nochmal. Option. Power Knee. Go. Füße in Muay Thai Trick. Weiter. Switch. Weiter geht's. Put your hands up. Go. Okay, double knees. Double left. Double right. Speed tempo. Weg von der Power. Nur noch Speed. Running man, go!
Alignment. Oberkörper nach vorne, Hüfte geht zurück. Okay? Das war Level 1. Level 2. Crunch. Crunch. Vier, drei, zwei, eins. Durchatmen. Sehr gut. So, jetzt dürft ihr wieder kurz durchatmen, weil wir jetzt auch nicht unbedingt ein etwas Cardio, ja, vielleicht von der Cardio etwas weniger, aber das heißt nicht powerful. Ja? Das heißt, auch hier werdet ihr nochmal mit dem Puls nach oben getrieben. Aber es ist unsere letzte Runde, deswegen lasst alles raus. Ja? Der Track hat den Vorteil, dass ihr jetzt nochmal ein bisschen mehr mitsingen könnt. Dann fühlt ihr das Ganze auch besser. Letzter Power-Track. So, erstmal Schulter-Stretch. Einmal rechts, einmal links. Okay, run, run, run. Sehr schön. So, erste Runde. Combat Stance. Jab Cross, go. No Jab Cross. You can't stop my love. Rotiere, rotiere. Zieh alles mit in den Jab und Cross, ja? Ganzer Körpereinsatz bis hin zu den Punches. Schaut her. Vier Jabs, Double Hook. Vier, Double Hook. Okay? Dann mal rechts. Vier mal. Nächste Runde. One, two, go! Klein, groß! Einmal nach innen und dann nach außen. Rein, raus. Okay? Aufgepasst. Push dich mit den Beinen. One, two, one. Als Option, bleib in den Power Hooks. Front Stance. Front Stance. Uppercut. Viermal. Double Jacks. Go. Und so, drei, vier, okay? Alles klar? Power! Go! Get in! One, two, three, four! Sehr gut. Nehm dich nach vorne, ja? Im Uppercut. One more. One more. Komm mit Stance. Jab Cross. Nur Jab Cross. Rechts ist wieder vorne. You can't stop. Rotiere. Go! Ha! Okay, macht euch bereit. Gleich geht's wieder in die Power Hold. Are you ready? One, two, go! Lehn dich rein! Lehn dich in die Hooks rein! Ganzes Körpergewicht! Ganze Körperenergie reinlegen! Stop, my love! One more! Letzter! Front stance! Upper! Double jacks! Hit that angle! One more! In, out, in, out! I can breathe. Run. Run. Weiter geht's. Zweite Runde. Linkes Bein. Kommt diesmal, ja? Erstmal die linke Seite. Erstmal run. One, two. Okay. Combat stance. Step right, left. Go. You can't stop my love. Rotiere, ziehe deine Ellbogen zurück, spanne den Core ein, ja, halte dich immer am Boxing Guard und halte dein Gesicht geschützt. 4, 3, 2, 1, Double Hook. Double Hook, rein, zurück und wieder rein, ja? Das ist kein Double Hook, das ist kein Double Hook, immer zurück.
3, 2, 1, go! Bei der zweiten Runde müsst ihr immer etwas mehr Energie reinmachen, ja? Denn ihr habt die Kombi schon mal gemacht. Jetzt wird es nicht mehr so schwer sein. Push. 1, 2, 3, 4. One more. Hold. Front stance. Upper cut. Viermal. Double jigs. Go. Sehr gut. Auf geht's. Jetzt kommt die Power. Hier, lehn dich vor, und wieder hoch, ja? Uppercut nach vorne, in den Deck, wieder mit dem Oberkörper nach oben. Last one. Combat Stance. Step cross. Weiter Stand. Ferse oben, Zehenspitze vor, Zehen zu Boden. Power. Can't stop. Auf geht's. 4, 3, 2, 1. Go. Gib alles. Wir sind lange nicht fertig, ja? You can't stop my love. You can't stop my love. When it's about this workout. One more. Front stance. Uppercut. Double jacks. Go. Last one. Move to the music. Letzte Runde. Okay. Rechts. Links. Was fehlt? Es fehlt die Mitte. Komm, das Lied ist gut, oder? Deswegen machen wir noch eine Runde mehr. So. Okay. Front stance. Jab. Right leg. No jab. You can't stop my love. Power. Stop. Stelle dir vor, da ist ein Ring, der geht über deinen ganzen Körper, über die Schulter, bis in den Punches. Das ist die Power, ja? 4, 3, 2, 1, Hook rechts, Hook links. Go! Go! Power den Hook! Diesmal zur Seite. Schön, bleib stehen, ja? Deine Option ist stehen bleiben. Can't stop my love. So, one more. Upper cut, viermal. Double jig. Als Option habe ich heute noch gar nicht gezeigt. Squat. Ihr müsst nicht in die Jacks, ja? Das ist die Option. Power, go! Gehen an hier. 1, 2, 3, 4. One more. One more. Front stance. No jab. No jab. Stop. You can't stop my love. Rotiere, ja? Okay. Are you ready? 4, 3, 2, 1. Power up. Go. Rein, ja? Von hinten. Von hinten. Ganz eng vom Oberkörper auf. Ziehst du dein L hoch. Zur vorne, ja? 4. Close.
Vielen Dank. Nehmt euch eure Matte, wir markieren jetzt zum Cooldown. Das sagt sein, haben wir den Workout. So, Matte nehmen. Für die, die da sind, ich gebe euch die Zeit, desinfiziert eure Matten, bevor ihr sie unterlegt. Ihr müsst nicht unbedingt Matten nehmen, ich nehme auch in der Regel ein Handtuch, auch für die, die zu Hause sind. Wenn ihr keine Matte habt, das ist überhaupt nicht tragisch, das ist nicht ganz schlimm, legt euch einfach ein Handtuch drunter, dann geht das Ganze auch ganz gut. Das habt ihr euch jetzt verdient. Das letzte Cooldown für heute. Dann dürft ihr mit gutem Gefühl, viel Kalorienverbrauch und viel Energie in den Sonntag starten. Auf geht's. So, kommen nach vorne auf die Knie. Knie nach außen, Po geht tief, Handfläche vor. Lehne dich nach vorne. Sinke den Kopf in Richtung Boden. Relax die Schulter und strecke dich ganz raus. Okay. Komme langsam hoch, nehme deinen rechten Arm, positioniere etwas höher als die Brust, unter die Brust und lehne deinen Kopf in Richtung Boden und lasse die Schulter auch auf den Boden fallen. Okay, Seitenwechsel. Andere Hand, auch unter die Brust legen. Fühle den Stretch hier im Außenbereich deiner Schulter. Ja? Geh so weit nach unten, dass er diesen Stretch in deiner Schulter spürt. Sehr gut. So, jetzt wieder nach oben kommen. Wir gehen in den Hüftbeuger-Stretch. Das heißt, wir dehnen den Beine, Hüfte und Po. Nehme dein rechtes Bein nach vorne. Genau. Sinke langsam, Ferse, die Ferse parallel zum Knie, Hüfte ist tief, linke Hand auf deine Knie und öffne die Brust. 90 Grad zurück, relax. Sehr gut, komm, lehne die Hüfte zurück, dein Oberkörper vor, Handfläche zu Boden, Kopf geht tief. Bleibe. Sehr schön. So, kommen wir mit dem anderen Fuß nach vorne. Hüfte ist tief. Handfläche zum Knie. Öffne die Brust. Sehr gut. Lehne deinen Oberkörper wieder nach vorne. Hüfte geht zurück. Handfläche zu Boden. Sinke den Knopf in Richtung, deinen Kopf in Richtung Knie. Komme langsam nach oben. Komme hoch. Nehme dein rechtes Bein zu dem Po. Knie zusammen. Halte die Balance. Oberkörper gerade. Okay. Seitenwechsel. Linkes Bein. Einmal ausstrecken. Balance halten. Okay. Lege die Füße nebeneinander. Nehme deinen rechten Arm. Handfläche offen lassen zwischen die Schulterblätze. Einmal kurz ausstrecken. Andere Seite. Sehr schön. Und verbeuge dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das war Athletic Fight. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten und einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.